Hat Jesus wirklich gelebt? Ist Jesus Christus der große göttliche Erlöser oder nur eine schöne Legende? Unterschiedliche Antworten auf diese brisante Frage führen zu unterschiedlichen Auffassungen. Entweder begründeter Glaube oder blindes Schicksal. Entweder Verantwortung oder zügellose Unabhängigkeit. Entweder Hoffnung über die Zeit hinaus oder endliche Perspektive. Die Frage ist also zweifellos brisant. Brisant auch, weil sie auf eine Entscheidung hindrängt. Und vielleicht ist gerade dies der Grund, weshalb sie in unserer aufgeklärten und scheinbar toleranten Zeit häufig erstaunliche Emotionen hervorruft. Emotionen führen jedoch zu keiner echten, sachlichen Antwort. Hierzu bedarf es sorgfältiger Nachforschungen, Untersuchungen und Schlussfolgerungen. Hat das, was Jesus von Nazareth vor rund 2000 Jahren gesagt und getan hat, heute noch eine Bedeutung? Sind diese Ereignisse in und um Jerusalem sowie die Geschichte vom Kreuz nicht eher verstaubte geschichtliche Randerscheinungen? Ein Blick auf unser Umfeld, auf Medien und Kulturszene zeigt uns allerdings etwas anderes. Nicht nur gibt es viel besuchte Filme über dieses Thema, man begegnet auch unzähligen Büchern, Schriften, Songs und Plakaten, die davon reden. Nicht nur unsere Zeitrechnung, die sich auf die Geburt von Jesus bezieht, sondern unsere ganze westliche Kultur, ob Verfassung, Gesetzgebung, Moralvorstellung, alles ist vom biblisch-christlichen Gedankengut stark geprägt. Dies bestreitet niemand. Die Bibel ist auch heute noch das am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitetste Buch der Welt. Was darin gesagt wird über das Wesen des Menschen, erlangt in unseren Tagen eine tiefgreifende, ja oft erschütternde Aktualität, die uns anspricht. Unsere Fragestellung führt uns unweigerlich zu sehr alten Berichten aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Die immer wieder zu hörende Behauptung, Jesus wäre eine frühchristliche Legende und habe als Sagenfigur einen großen Einfluss auf das abendländische Denken gehabt, ist aus historischer Sicht unhaltbar. Drei Gruppen von Berichterstattern können hierzu herangezogen werden. Erstens außenstehende Schreiber, wie zum Beispiel Tacitus, Plinius und Lukian. Zweitens jüdischer Verfasser des Talmud. Drittens Verfasser des Neuen Testaments. Die älteste außenstehende Mitteilung über Jesus datiert aus dem Jahre 52 nach Christus, wobei Tallus eine unerklärliche Finsternis mitten am Tag während der Kreuzigung zur Zeit des Passafestes bezeugt. Gemäß Tacitus und Lukian war Jesus über die jüdischen Grenzen hinaus bekannt. Ein sensationeller Hinweis findet sich bei Justin dem Märtyrer, einem hochbelesenen Philosophen, der um 150 nach Christus zweimal darauf hinweist, dass man das außergewöhnliche Wirken von Jesus in den vom Kaiser eingeforderten Akten von Pontius Pilatus nachlesen könne. Unabhängig von ihrer Konfession bewiesen also mehrere Geschichtsschreiber, dass Jesus Christus eine außergewöhnliche historische Person war. Interessanterweise haben auch die Gegner der ersten Christen, die religiösen Führer des Judentums, im Talmud das wundersame Wirken von Jesus beschrieben. Sie stellten entsprechend ihrer Position alles negativ dar und bezichtigten Jesus der Zauberei. Doch seine Wundertaten, von denen uns die Bibel berichtet, werden nicht bestritten, da sie offenbar allgemein bekannt waren. Schließlich bezeugen neutestamentliche Verfasser unterschiedlicher sozialer Umgebungen sowie Bildungsniveau und Berufe, zum Beispiel Fischer, Zöllner, Arzt, Theologe. Sie alle bezeugen die außergewöhnlichen Taten von Jesus Christus. Zusammenfassend stellen wir fest, dass Jesus also wirklich gelebt hat. Nicht nur seine Existenz, sondern auch seine außergewöhnlichen Taten, die auch von nicht-christlichen Historikern als echte Wunder eingestuft werden, sind geschichtlich bezeugt. Denn wenn er, Jesus Christus, auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist, so lebt er doch durch Gottes Kraft. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid.